AfD. Meine Damen und Herren, lieber Kollege Kartes, nicht nur den Töchtern und Söhnen sollten wir danken, sondern auch den Ehemännern und Ehefrauen, die ihre Angehörigen pflegen, denn deren Pflege ist genauso wertvoll. Kürzlich erzählte mir ein Bürger von seinem persönlichen Schicksal. Dessen Frau wurde vor einigen Jahren durch ein geplatztes Blutgefäß im Gehirn zum Pflegefall. Er versorgte sie so lange, wie es ging, zu Hause, musste sie aber letztlich dann doch in einem Pflegeheim unterbringen. Deshalb lebt er nun an der Armutsgrenze, obwohl beide Ehepartner ihr Leben lang gearbeitet und gut fürs Alter vorgesorgt hatten. Aber die Pflegeheimkosten fressen sämtliche Ersparnisse und die Rente auf, denn der Deutsche muss sich nackig machen und mit seinem Eigentum die Pflegekosten bezahlen. Der alte Mann muss nun so leben wie jemand, der sein ganzes Leben lang nichts getan und Hartz IV bezogen hat. Und das, obwohl dieser Mann als liebevoller und treusorgender Ehemann zusätzliche Kosten hat, weil er tagtäglich ins Pflegeheim zu seiner Frau fährt. Das, was hier geschieht, ist nicht sozial gerecht. Denn stellen wir uns vor, der Mann und die Frau hätten vor der Rente in Syrien gelebt. Er schafft sie dann als Pflegefall nach Deutschland. Sie kommt hierzulande in ein Pflegeheim. Beide können auf Staatskosten hier leben, denn obwohl beide nicht asylberechtigt sind, bekommen sie eine Duldung, weil man in Deutschland dann die Frau für transportunfähig erklärt und man grundsätzlich keine Familien trennt. Er könnte hier leben, seine Frau wäre gut versorgt und wenn sie dann irgendwann gestorben ist, kann er zurück nach Syrien und sein Vermögen und sein Haus dort blieben in der ganzen Zeit unangetastet. Es muss ein Grundsatz in der sozialen Gerechtigkeit gelten. Der heißt, was den frisch Eingewanderten unbürokratisch und kostenlos gewährt wird, das muss auch Deutschen unbürokratisch und kostenlos gewährt werden. Ja, regen Sie sich nur auf. Aktuell ziehen Sie nämlich die Deutschen bis aufs Hemd aus und die landen massenweise in Altersarmut, auch wenn sie ein Leben lang hart gearbeitet und vorgesorgt haben. In einem Land, in dem unbegrenzt Geld da ist für Sozialleistungen für frisch ins Land Eingereiste, deren Vermögen im Heimatland nicht angetastet wird, dürfen auch die Deutschen nicht zur Kasse gebeten werden. Wenn Sie wirklich soziale Gerechtigkeit wollen, dann sollten wir dafür sorgen, dass nicht nur die Kinder, sondern auch die Ehepartner deutlich entlastet werden. Und zusätzlich müssen wir, hat der Kollege Pohl ja auch schon erwähnt, jene stärker belohnen, die sich um ihre Angehörigen kümmern und sie zu Hause pflegen. Denn ein Pflegebedürftiger ist nirgendwo in so guten Händen wie bei liebevollen Angehörigen. Dass diese Angehörigen ihre eigene Zeit und Kraft investieren zum Wohl der Pflegedürftigen und zum Wohl der Allgemeinheit, weil sie uns damit große Kosten ersparen, das müssen wir als Parlamentarier deutlich stärker honorieren. Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass durch diesen Gesetzentwurf, den Sie hier eingebracht haben, viel Unsicherheit entstanden ist. Um den Bezirkstagspräsidenten von Oberbayern, einer Region, die mehr Einwohner als die meisten Bundesländer hat, mal zu zitieren, der sagt, wir müssen mit einer großen Unbekannten leben. Wie viel tatsächlich an Mehrkosten auf uns zukommt, weiß heute noch niemand. Liebe Große Koalition, liebe Regierung, ich würde mich freuen, wenn Sie auch mit Ihren Kollegen mal in den kommunalen Parlamenten reden, bevor Sie hier Gesetzesentwürfe einbringen, um solche Unsicherheiten zu vermeiden. Denn diese Unsicherheiten müssen wir den Kommunen nehmen, indem wir klarmachen, dass der Bundestag die Verantwortung ernst nimmt und wir die Kosten dafür aus dem Bundeshaushalt finanzieren. Wir brauchen Planungssicherheit für die Kommunen und wir brauchen soziale Gerechtigkeit für die hart arbeitenden Menschen in Deutschland. Vielen Dank. Jetzt hat das Wort die Kollegin Katja Maas, SPD.